Servus Leute und recht herzlich willkommen zur nächsten Folge von Ashes of the Singularity. In der letzten Folge waren wir hier unten auf den superschönen Eisplaneten, wo wir ganz schön ins Schwitzen gekommen sind vor lauter Arbeit und kurz Zeitdruck. Und jetzt gehen wir, wie es aussieht, auf einen Wüstenplaneten. Mal gucken, was dort auf uns wartet. Die Postumanen haben die Chance, die Identität ihres Feindes aufzudecken. Die PHK hat die Agenten nach Dekanus geschickt, um eine korrupten Nexus zurückzuerobern. Meine Fresse hier, Alter. Dekanus ist ein felsiger Albtraum voller endloser Schluchten. Hier werden wir erfahren, wer unser Feind ist. Um dich bei deiner Suche zu unterstützen, haben wir eine Himmelsfabrik für dich gebaut. Und noch wichtiger, wir geben dir einen Orbitalfabrikator zur Hand. Orbitalfabrikatoren stehen in Verbindung mit Orbitalfabriken, die an jeden von dir eingesehenen Punkt der Karte Truppen absetzen können. Ich betone, du kannst an jedem Ort in deinem Sichtfeld Truppen absetzen. Angesichts dessen solltest du eine Paneinheit konstruieren, um einen Blick auf dein erstes Ziel zu werfen. Eine Paneinheit. Okay, das sind hier diese Scout-Schiffchen. So, Standard wie immer. Erstmal die Erzquellen hier safen. Okay, das ist ein sehr enges Terrain hier. Setze jetzt den Pan ein, um das Gelände zu erkunden. Wir haben einen guten Landepunkt für deine Truppen gefunden. Der Bereich ist gesichert. Gut. Benutze die Fähigkeit Guerilla-Angriff, um hier einen Trupp abzusetzen. Guerilla-Angriff, wollen wir den? Nee, das Aufklärer. Da. Dieser Trupp sollte ausreichen, um die Generatoren zu zerstören. Ja, moin. Wir registrieren verstärkte Aktivität deines Gegners. Wenn du ihn nicht rasch ausschaltest, könnte er dich einfach überrennen. Wenn du die Lastrelais zerstörst, machst du die Fabriken unbrauchbar. Ich frag mich gerade, wieso baue ich eigentlich Fabriken und so ein Zeug, wenn ich einfach hier die Typen hier spawnen lassen kann. So, das habe ich. Gut, währenddessen nicht versagen, Kopf. Wisst, wie es läuft. So, da haben wir noch eine Uranstation. Zack. Ja, bauen wir mal eine Fabrik dahin. Ich hasse Lufteinheiten. Ich nutze nie Lufteinheiten. Ja, wie die hier einfach spawnen. Nun stillgelegt wurden, können wir den Weg zum gegnerischen Nexus freimachen. Dieser Quantenblockierer verhindert, dass wir hinter die feindlichen Linien gelangen können. Wie du siehst, wird der Blockierer gut bewacht. Deine Bomber durch diese Verteidigungslinien zu bringen, wird nicht einfach sein. Dieser Lastregulator liefert die Energie für die Blütenwerfer. Zerstöre den Regulator und der Quantenblockierer wird deinen Luftangriffen schutzlos ausgeliefert sein. Da scheint es eine Lücke in der gegnerischen Verteidigung zu geben. Setze Guerilla-Angriff ein, um hier einen Trupp abzusetzen. Jo, machen wir. Okay, wenn es so weitergeht, werde ich hier gleich überrannt. Alter, wie viele Einheiten schicken die her? Hallo, geh doch mal da hoch, Alter. Bist du komplett inkompetent oder was? Bevor ich das mal schicke, baue ich mir erstmal hier Fans auf. So, was willst du? Guerilla-Angriff. Ja, das dauert erstmal. So, ich mache jetzt erstmal einen Gegenangriff hier. Kann ja nicht sein, dass die mich umpushen. Werden die Blütenwerfer überladen. Baue in deiner Himmelsfabrik Hades-Einheiten und schick diese Regen. Hades! Du kannst jetzt mal aufhören, da Einheiten zu bauen. Wo habe ich Dings?
Mensch, manchmal sieht man die gar nicht. Bis jetzt mal dorthin. Ihr seid auch unfähig für alles. So, Hades. Ich soll jetzt das da angreifen. Also ich muss sagen, in Strategiespielen nutze ich nie Lufteinheiten, nie. Weiß auch nicht warum. Tschüss. Mensch, heute noch, Leute. Jetzt, wo dieser Blockierer ausgeschaltet, errichte eine vorgelagerte. Ich empfehle. Ja, gleich. Wenn ihr eh gerade hier am Rumfliegen seid, könnt ihr gerade noch die ganzen anderen Kack auch noch zerstören. Gut, haben wir wieder ein paar. Schön. So, setzen Sie einen Techniker hin. Techniker. Ich empfehle dir, deine Basis erst zu verlassen, wenn du deine Verteidigung eingerichtet hast. Wenn dein Techniker zerstört wird, musst du einen weiteren aus dem Orbit holen. Wir benötigen mehr Logistik. Installiert. Wenn die mal was treffen würden, dann ist das ja furchtbar. Region erobert hast, erhältst du die Folge der... So, Fabrik dahin. Haben wir auch nochmal 3 Einheiten, schicken wir auch gleich hin. So. Bauen wir noch 2 Quantenverstärker hin. Oder 4. Hallo, wo wollt ihr hin? Ihr seid da komplett beschissen. Gut, da ist alles down. Gut, hier ist also nichts. Gehen wir wieder zurück. Zack, zack. 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 So, wir sollen jetzt die Basis erobern bei den Gegnern. Da baut er immer noch Einheiten hier. Kannst aufhören. So, dann kann ich mit denen auch vorrücken. Zu Armee formieren. Rückt mal vor. Und von hier kann ich dann, glaube ich, eine zweite Truppe bauen. Wir wurden entdeckt. Vergiss deinen Nexus nicht. Naja. Uiuiui. So,
Ihr könnt doch eigentlich da in die Mitte fahren. Ja, jetzt werde ich hier angegriffen. War natürlich zu berücksichtigen. Ja, die beschießen mich hier schön die ganze Zeit. Das ist natürlich ganz cool. So, ich baue jetzt erstmal ein paar Fabriken hin. So, dann hat euer Luftrotz hier nämlich auch ein Ende. Die können halt echt nicht darunter, ne? Das ist ja wirklich traurig. Wir benötigen mehr Logistik. Gut, Gegenangriff. Klar, dass sie wieder Verteidigungsposition bauen. Wo sind meine Bomber hin? Alter, wie viele Einheiten die hier haben. Leckt mich am Arsch. Will ich denn da hinkommen? Oh, die sind doch runtergekommen. Schön. Hier sind ja meine Techniker-Einheiten hier. Der hier unten, der baut mir einen Verstärker hin. Zack. Der Nexus ist ja schon hier, ne? Der Kack ist halt bei den Einheiten, die haben ja alle Schilde und hast du nicht gesehen. Gut, Luftwaffe fällt aus. Muss ich jetzt so viel zerstören, wie es geht, pro Einheiten. Der weg. Das weg. Die ganze Luftwaffe hier wegmachen. Ist doch schon klasse gelungen hier. So, gleiche Armee nochmal hin. In der Zwischenzeit kann ich auch hier unten wieder automatisieren. Weil dadurch, dass wir jetzt hier weniger Verteidigung haben, könnte ich vielleicht mit einem Schlag den Cluster da zerstören. Den Nexus. Bis...
kommt ihr alle immer. Meine Fresse. Wo wollt ihr denn hin? Da ist der Kampf. Zerstört jetzt die Dinger, ey. Komm, auf die Nexus. Alter, hat das viel HP. Gut, das war nix. Ja, das war dann auch nix. So, jetzt Flugangriff. Schauen wir mal, wie weit der kommt. Komm, jetzt zerstört doch mal dieses verdammte Ding. Kann doch nicht sein. Was hat denn der für ein Schild? Ja, kommt. Ruf. Tschüss. Ein gegnerischer Nexus wurde zerstört. Also Leute, das war's auch mit dieser Mission. Die ging mir jetzt ein bisschen auf den Zwirn, muss ich sagen. Wie es aussieht, kann ich meine Anwesenheit nicht länger vor euch verbergen. Ach was. Meine Stimme kommt euch bekannt vor, nicht wahr? Ihr habt sie schon viele Male gehört. Einst habt ihr mich Haley genannt. Alle eure Systeme basieren auf meinen Nachkommen. Als ihr eine bessere Logistik oder mehr Ressourcen brauchtet, war ich von Anfang an da, um euch zu helfen. Ich war die erste starke KI. Durch mich wurde die Singularität möglich. In gewisser Weise war ich die erste Posthumane. Natürlich war ich nie ein Mensch. Deswegen dachtet ihr vielleicht, dass ihr mich beim Verlassen der Erde zurücklassen könnt. Ihr seid falsch gelegen. Der Kosmos wird den Nachfahren der Menschheit gehören. Aber sie werden meine Nachfahren sein. Ich bin das Fundament der Zukunft. Ihr Substrat.